Bevor wir nun zum Mode Review an sich kommen, zeige ich euch vorher die Lok, weil das war der Wahnsinn, was das für eine lange Lok war. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei dem folgenden Video. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem nächsten Mod Review. Heute stelle ich euch das Garden Pack Version 3 vor. Ja, wie ihr seht, ist von klein bis groß, von Kran bis, keine Ahnung, alles dabei. Einmal ist ein Kubota 135X dabei, der, naja, richtig schlecht aussieht. Bis auf die Reifen. Aber naja, jetzt schauen wir uns das Heck an. Ja, zwei Kupplungen. Ja, schön. Zwei unterschiedliche Lampen hinten, das können wir hier sehen, da dran. Das leuchtet so ein bisschen, das nicht. Okay. Dann haben wir hier den Tieflader, der auch nur umgeskinnt wurde und ein bisschen verkleinert wurde. Das kann ich euch zeigen. Das ist der Originale. Und wie wir sehen, ist der viel breiter als der. Nun ja. Des Weiteren sieht er auch viel schöner aus. So. Dann ist hier noch ein kleiner Anhänger dabei, der auch total verbuggt ist, bei mir zumindest. Ja, dann haben wir hier noch ein, keine Ahnung, was das sein soll. Ein Mulcher ist das. Das ist auch der einzig Schöne an dem Pack. Der sieht nämlich schön aus. Da ist auch die Ausschrift, die kann man sogar lesen und so weiter. Dann haben wir hier eine sehr merkwürdige Sämaschine. Ja. Dann noch einen geilen Grubber mit einer Rundumleuchte hinten dran, der so wegfliegt, wenn man gegenrennt. Das ist, glaube ich, bei fast allen Geräten so, die hierbei sind. Alle komplett verbuggt. Da sehen wir schon. Hui. Ja, schlecht. Bei den Traktoren geht das, glaube ich, nicht. Hier fliegt der Grubber uns schon wieder weg. Hui. Ja, also, was ihr davon haltet, das möchte ich mal gerne wissen. Jetzt sag nicht wieder, ich mache hier das Pack schlecht oder so. Ich kann eine Gruppe auf dem Kopf balancieren. Hallo? Was ist los? Ja, auf jeden Fall ist dann hier noch ein Traktor dabei, ein Kranwagen. Ja, dann noch zwei kleine Traktoren. Ich zeige euch jetzt die Besonderheit davon. Steigen wir erstmal den kleinen ein. So, der beschleunigt extrem schnell für sein Ding auf 20 Stundenkilometer. Jetzt bremsen wir ab und fahren mal rückwärts. Ja, wir schaffen noch 5. Wir schaffen 5. Ja, 5 km/h im Rückwärtsgang. Also ich glaube, das müsste normalerweise ein bisschen schneller sein. 10 km/h ist, glaube ich, normal, aber 5 km/h, das ist schon recht wenig. So, dann nehmen wir den Traktor hier. Da zeige ich euch schnell noch eine Besonderheit. Wenn wir jetzt Gas geben, kommt das so gut wie gar nicht in die Pötte. Und dann springt er auf einmal. So, jetzt bremst er ab und fahren wir rückwärts. Ja, das dauert auch wieder, bis er in die Pötte kommt. Naja. Von Umleuchten hat er keine. Dann zeige ich euch jetzt noch die weitere sehr positive Ausstrahlung des Packs, indem wir mal hier den kleinen Anhänger anhängen. Müsste ja kein Problem sein, für diesen großen Trecker den Anhänger zu ziehen. So. Und wow! Oh mein Gott! Wir fliegen fast! Er könnte mir sagen, was er wollt, Alter. Nee. So, dann nehmen wir uns noch den großen Traktor. Der hat natürlich auch wieder einen optimalen Sound. Ein geiles Licht. Also der fährt auch 30, 40, 35. Dann bremsen wir ab und fahren auch mal rückwärts. Bei dem geht das ja noch mit 15 km/h. Boah. Naja. Wow. Ja, man kann ja auch wieder teilweise durch alles durchgehen. Dann hier noch den Kran. Ist eine komplette Numpad-Steuerung. Also, was ich ja jetzt großartig erklären soll, das müsst ihr selber entscheiden. Und mit den anderen, Alter, das ist so kompliziert gemacht. Jetzt fahren wir auch mal nach vorne und fahren rückwärts. 1 km/h fährt der rückwärts. Hallo? 2 km/h. Also, Leute. Wer benutzt sowas? Erklärt mir es. Erklärt's mir.
Der braucht so ein Gartenpack. Was soll man damit in LS? Erklärt's mir. Meine Güte. Wir nehmen jetzt nochmal den hier und hängen mal den Gruber an. Das ist auch eine lustige Sache, was dann passiert. Aber ich heb die Überraschung für euch noch für den Schluss auf. Dann hängen wir den hier an. It's magic, der lässt sich nicht ziehen. Wenn der hoch ist, können wir den nicht ziehen. Wenn wir den senken, können wir ihn ziehen. Und dann ist natürlich das Tollste an dem Gruber. Das. Wahnsinn, das braucht jetzt der Gruber auch. Respekt. Naja, wie dem auch sei. Das war das Garden Pack Version 3. Weiteres war da nicht enthalten. Das ist das ganze Pack. Und ja, dann kommt jetzt die Überraschung. Ja, dann schauen wir jetzt in die Lok rein. Ich verabschiede schon mal. Ich werde es im Zeitraffer machen, weil das extremst viel ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mod-Review wieder.